Ich bedanke mich bei dem Bayerischen Rundfunk für die Einladung, hier bei einem Training in Wolnzach teilnehmen zu dürfen. Wir waren ja letztes Jahr mit unserem Verein Never Walk Alone Nürnberg e.V. schon beim Lauf 10 vertreten. Wir werden dieses Jahr mit viermal mehr Läuferinnen und Läufern hier in Wolnzach an den Start gehen. Das Schönste aber an der ganzen Geschichte ist, dass 90% unserer Lauf 10 Einsteiger nachhaltig weiter in Bewegung bleiben. So ist der Karl-Heinz Meininger vergangene Woche in Fürth beim Metropol-Marathon einen Halbmarathon gelaufen in einer Zeit von 2 Stunden 19 Minuten und wird dieses Jahr noch in Nizza im November seinen Marathon machen. Anita, wo hast du von Lauf 10 erfahren? Ja, bei mir war es einfach so, ich habe im bayerischen Fernsehen in der Abendschau einen Bericht über Lauf 10 gesehen und das hat mich schon sehr interessiert, aber ich wusste noch nicht so richtig, wie ich da Kontakt aufnehmen soll. Das habe ich dann eigentlich abgehakt. Also kurze Zeit später, dann habe ich in den Nürnberger Nachrichten einen Artikel gelesen über dich von Bernhard Nuss, einen Bericht über deinen Verein Never Walk Alone. Und dass du auch diesen Lauf 10 Training machen würdest. Und da habe ich jetzt nämlich Kontakt auf zu dir und so bin ich eigentlich dazugekommen. Und ich muss sagen, es macht mir unheimlich viel Spaß. Margot, wie hat dir das Training Lauf 10 gefallen? Also bis jetzt super gut. Da hat sich eine Truppe Leute zusammengefunden, die sich vorher nicht gekannt haben. Und das macht einfach riesigen Spaß. Die Gruppe passt, das ist super, also man freut sich wirklich drauf. René, immer noch überzeugt davon, dass es richtig war, dich in Bewegung zu bringen? Ich bin immer noch überzeugt, ja, und ich denke, ich bin jetzt auch in Bewegung gekommen in den letzten Wochen. Habe insgesamt jetzt 7 Kilo abgenommen, es stagniert jetzt seit 2 Wochen ein bisschen, aber ich denke, es geht weiter. Bereite mich jetzt die letzten 2 Wochen intensiv auf diesen 10-Kilometer-Lauf vor und denke, es wird ganz interessant, wie ich dazu gekommen bin. Mehr durch persönliche Ansprache, indem dass du auf mich zukommen bist und gesagt hast, fauler Geschäftsführer, steh auf und fang es laufen an. Das hat ganz gut funktioniert und jetzt mittlerweile funktioniert es. Ich hoffe, dieses kleine Video überzeugt nächstes Jahr noch viel, viel mehr Läuferinnen und Läufer, mit der Bewegung anzufangen, in den Laufsport einzusteigen, um nächstes Jahr mit 30, 40 oder gar 50 Läuferinnen und Läufern hier in Wolnzach an den Start zu gehen. Ganz besonders möchte ich mich natürlich bei den Sponsoren des Vereins bedanken. Ohne Sponsorenmittel wäre es für mich nicht möglich, Geschichten wie Lauf 10, Nizza Marathon, Marathons in Partnerstädten, Menschen in Bewegung zu bringen, am Nordic Walking Park in Nürnberg zu realisieren. Wir haben auch deshalb dieses Jahr wieder unsere ganzen Sponsoren auf den Vereins-T-Shirts verewigt und die werden wir hier in Wolnzach tragen. Ganz wichtig für mich sind auch die aktiven Sponsoren, wie Kilmet Ernährungsberatung und das Rückenfitnesszentrum von Hot Spieß. Das sind aktive Sponsoren, die sich beteiligen an der Strategie, Menschen in Bewegung zu bringen, mit ihren Problemen, Übergewicht oder Rückenproblemen zurechtzukommen. Herz-Kreislauf übernimmt Never Walk Alone. Ich glaube, wir sind für die Zukunft sehr gut aufgestellt, um Bewegungs- und Gesundheitssport in Nürnberg groß werden zu lassen.